Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. So, wir machen wieder weiter. Hier bei der Holzverarbeitung, da haben wir ja gesagt, wir müssen noch den Bunker da leer machen, sehe ich gerade. Nein, wir wollen alles erste Mal hier die Wolle, die hier produziert worden ist, abfahren. Das schon weg. Ach, so viel ist das gar nicht. Hatte ich nicht letztes Mal geguckt? Oder war das? Habe ich mich wieder total vertraut? Wird wohl. So, aber vielleicht kriegen wir ja doch voll. Ja, müssen wir eigentlich, ne? Wo der Spawn ja gar nicht ganz voll war. So, noch zwei Stück. Oh, sind wir trotzdem voll. So, Wolle verkaufen oder Wolle einlagern? Schauen wir mal, wie die Preise so sind. 2,6. Palettenverkauf Hafen. Machen wir das. Schieben wir dann mal zum Hafen hoch. So, du stehst hier noch auf. Oh, da möchte einer abgeladen werden. Wo ist denn der Abfahrer? Kommt er da gerade? Wir sollten die Abfahrer wieder auf den Drescher einstimmen. Dann fährt er nämlich auch eher los. Weil der hat gewartet, bis er bei so und so viel 80 oder 90% war. Automatisch nein. Wir sagen dir, nimm den. Das machen wir gleich bei dem anderen auch. Ach, das ist der. Wo ist er? Oh, hier können wir auch die Pellets verkaufen. Nein. So. Z. Und dann können wir hier gleich seine Kartoffeln mitnehmen. Warum nimmst du jetzt nicht auf? Ich muss, glaube ich, auf Paletten nehmen, ne? Ja. So, 5 Stück davon. Können wir hier auch gleich 5 Stück nehmen? So. Wir die schon mal hier rüberbringen. Kann weiter produziert werden. Und dann können wir uns mal hier ein paar Chips mitnehmen. Machen wir da auch vielleicht 10 Paletten hiervon, 10 Paletten von den anderen, damit die
gleich sofort weiter produzieren können. So, noch zwei. Na, so. Wir sind voll. 10 Paletten Pommes, 10 Paletten Chips. Kriegen wir die eigentlich auch mal? Ne, kriege ich nicht hin. Zack. Ach, die hat er nach hinten abgeladen. Wollte ich doch gar nicht. Zack, zack, zack. Wieder alle drauf. So, dann könnte man natürlich aufhören. Sieht vielleicht auch besser aus. Aber ich würde euch es nicht raten, so versuchen. Weil dann habt ihr wirklich mit dem Schwerpunkt zu kämpfen. Dann kann man sie lieber nochmal so aufnehmen. So sieht es dann einigermaßen besser aus. Getränke, Obst, Kühlhaus für die Pommes auf jeden Fall. So, Feld 2 und Feld 19 sind wir am Abenden. Das läuft auch ohne Probleme. Hier sind wir nochmal mit Hackschnitzel bei der Zellstofffabrik. Die dürfte nicht mehr laufen, weil Pappe voll ist an für sich. Aber vielleicht können wir noch ein bisschen was auffüllen. So. Oh. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass alles weggeht. Dann werden wir den mal zur Holzverarbeitung fahren. Der kann uns übrigens das Sägewerk, den Bunker leer machen. Dann können wir eigentlich schon hier rüber gehen. Weil wir hatten ja den LKW zum Hafen geschickt. Ja, durchs Gestrüpp. Um... Nö, ist noch nicht da. Wie sieht's hier hinten aus? Bei Krabben und... Fisch. Scholle vielmehr. Sprit dürfte ja noch jede Menge da sein, ja. Aber auch nicht mehr so viel, oder? Was verbraucht die denn? Die ganze Abteilung hier. Ah. Kutter sind auch nicht mehr auf den neuesten Stand, deswegen. So, aber dass der LKW noch nicht da ist und auf der Karte noch nicht zu sehen ist, oder? Kommt er da gerade? Ah, da kommt er gerade. Ja, wo bleibst du denn? Wir wollen doppelt so schnell verkaufen. Und wieder zurück. Ne, zurück nicht. Da ist momentan nichts. Kartoffeln waren auch soweit okay.
Wir können aber mal zur Eierfabrik fahren. Da waren ja schon jeweils 6 oder 8 Paletten fertig. 20 Stück kriegen wir ja drauf. Gucken, vielleicht sind ja mittlerweile die nächsten fertig. Ansonsten gucken wir so mal nach dem Rechten. Ist ja auch immer mal interessant zu schauen, was wird als nächstes benötigt, dass wir schon mal planen. Hier scheint aber immer noch Holzstämme produziert zu werden, weil so viel Sprit dürfte doch gar nicht mehr da sein, oder? Nee, ist auch leer. Noch ein Hauch drin, oder was? Nee. Diesel ist leer. Ja, noch 4 Stämme. Ich glaube, dann schaltet der gar nicht ab, ne? So, hier sind wir aber beim... Nochmal Spanngurte ab. Aha. Jupp. Weil die Chips kommen nicht im Kühlhaus. Die kommen drüben in der Lebensmittelproduktion rein. Und weg. Die nächsten. Dann können wir mal vielleicht mal wieder zu den Haferflocken besuchen. Wie viel ist hier schon wieder voll? Nee, ist noch nicht. Da ist noch reichlich Platz. Da hier könnten wir aber vielleicht mal 81 ist eigentlich auch noch 83. Eigentlich, die Zahlen sagen ja eigentlich noch genügend, ja, Vorräte da, aber so vom Aussehen, so, 40, 40, 40 Papierpaletten, 40% Leerpaletten, Kartons. So, dann würde ich sagen, wenn wir den nächsten LKW, der soll zur Zellstofffabrik fahren und soll, da ist er doch, Papier mitnehmen und die zur Haferflockenproduktion bringen. Ja, alles rumswitchen. Zellstofffabrik. Abmarsch. Bis jetzt falsch rum, ne? Kann das sein? Dann gucken wir mal, dass es in einen anderen Punkt geht. Ja, der passt jetzt. Das müsste er hinbekommen. So, der zieht weiter seine Bahn. Oh. Da ist wieder einer baden gegangen. Oh gut, das passiert immer mal wieder. Gerade hier bei Feld. Abfahren lassen erst, sonst kriege ich den ja nicht an. So. Alles, was wir anhaben, an. Dann machen wir den mal ab. Gewicht habe ich noch dran, gut. Komm schon. Mit Schwung. So, haben es geschafft.
Warum fährst du nicht weiter nach links rüber? Ja. Das sollte jetzt auch funktionieren. So, sieht doch alles ganz gut aus, oder? Die werden schön abgeerntet. Wir holen uns hier nochmal eine Ladung. Vielleicht auch mal nochmal ein paar Kartons ab. Wäre vielleicht zu überlegen. Wenn wir hier die erste Reihe vielleicht mal Kartons wegnehmen. So. Weil wir brauchen ja bei der Haferflockenfabrik auch auf jeden Fall auch Kartons. Und dann können die auch schon wieder hier weiter produzieren. Wenn wir jetzt nur Papier weggenommen hätten, dann wäre die Produktion ja hier nicht weitergegangen. Und du fährst bitte zur Haferflockenfabrik. Ist der Hafer? Da ist er. Abmarsch. Die Uhr läuft immer noch. Ich habe gar nicht gesehen, ob schon irgendwas angezeigt worden ist. Ob die Wolle noch schon durch ist. Werfen wir mal. Ups. Ne. Also, drei Paletten haben wir da noch. Welche Palette ist jetzt dran, leer zu machen? Hier vorne die. Die Weberei. So, die sind gekommen so gut wieder an die 11 Millionen. Mit den beiden Verkäufen. So, weiter geht's. Hier wird produziert. Du bist auf dem Weg. Du bist auch wieder zurück. Das war ja derjenige, der Abfahrer, der im Graben lag. Hat ja auch nicht weit, sag ich mal. Der Hof ist ja gleich nebenan. Ratzfatz wieder da. Komm, lauf an. Sonst bist du gleich schon leer und... hat die Wolle. Die Pellets habe ich jetzt nicht gesehen. 100.000 noch und wir haben die 11 Millionen geknackt. So, und wir sind hier bei der alten Sägewerk. Drehen mal hier. Es wird zwar noch produziert, aber der Abraum ist Bunker ist voll und der Brennstoffbunker so gut wie leer. Das werden wir mal hier ein bisschen beheben. Wir können auch mal gucken, wie viel Holz hier noch ist. Noch 270.000. Sollte erstmal noch lang. So, bist du voll? Jawohl. Dann gucken wir, dass wir hier rückwärts ansetzen. Den Bunker wieder auffüllen. Ja, wieder ein bisschen was umgeschichtet. Nehmen wir den jetzt auch rückwärts daran.
Schwierig, schwierig, schwierig. Ah, ganz knapp vorbei. Aber dann ziehen wir so gerade zurück und dann können wir hier ein bisschen umziehen. Müsste eigentlich schon lang. Jawohl. Wir haben hier jetzt drin 63, 65, 75 gehen, glaube ich, rein. Nummer 12.000. So, ist voll. Müssten dann 35 Schluss sein, ja. Dann nein, 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 nicht so rum. Dann drehen wir mal so rum. So, halb leer oder halb voll brauchen wir nicht zur Zellstofffabrik. Macht sich eh, ob die noch was aufnehmen kann. Aber wir können noch mal hier bei der Pelletsfabrik schauen. Wenn da kaum noch was drin ist, dann können wir die Pellets auch hier reinhauen. Weil ein bisschen Stroh wieder ein bisschen hinkommt, das dauert noch einen Moment. .000. Ach komm. Wer weiß, wann hier wieder Stroh hinkommt. Hauen wir die 47.000 hier rein. Wir können ja den Bunker noch ein bisschen leer machen. Da ist noch ein bisschen was drin. Dürfte jetzt nicht mehr ganz so voll werden. Aber wir haben drüben ja noch das Paletten. Die Palettenproduktion. Ach, guck mal, 40.000, das haben wir eh drüber. 42.000, da lohnt sich ja noch niemals nochmal am Paletten anzuhalten, bis wir da rückwärts reingefahren sind. Wir können aber mal schauen, wie viel das ist. Ah, sieht gut gefüllt aus. Gut, sind auch 73.000. Ja gut, anderthalb Fuhren. Dann fahren wir den nochmal zur Zellstofffabrik. Schauen wir mal. Wie sieht es hier aus? Wird produziert. Die Lichter sind an. Wenigstens hier vorne auch. Wird also produziert. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne unter den Videos. Und ich werde mal schauen, ob ich die beantworten kann. Bis dann, euer Kellerkind. Ciao, ciao.